Warum gehst du jetzt hier hin? Geh, mach Virus. Entweder muss ich gehen oder sie. Nein, ich hab die Kleine nicht gemacht. Hör mal zu, komm mal runter mit deiner Stimme. Du hast ein Organ, Mann. Ich krieg Ohren-Aids von sowas. Ole, sag mal. Der Ole. Okay, ich kann reingehen. Der Ole hat doch gar keinen Führerschein, oder? Ja, wie fährst denn du? Sagen Sie nein? Hi, ja, das ist so was. So, hallo. Hallo. Anni. Hallo. Mike. Hi. Ja, das muss sie sein. Jetzt sind wir da, ne? Ja. Ich glaube, dass sie ziemlich nervös war, dass wir jetzt aufgeschlagen sind. So, und einen riesen Bärenhunger haben wir mitgebracht, oder Jungs? Absolut. Du musst mir jetzt mal also irgendwas zu schreiben geben, ja, bitte, weil mir sind das zu viele Gerichte. Mit Leber hätte ich gerne. Welche Seite war denn das? 27 oder 28? Also ich weiß, was ich nehme. Also im Hauptgang, genau, möchte ich die Scampis vom Grill, bitte. Die 94. Sag mir die Nummer. 94. Oh, Schlemmerfuchs. Ist die Nummer 31, oder? Dann nehme ich einen kleinen Bauernsalat. Habe ich auch schon. Oh, shit. Ist die Nummer 52, oder? Dann nehme ich die Bohnensuppe. Nicht die Bohnensuppe. Ah, okay, die hast du. Habe ich auch schon. Okay. Ah! Dann nehme ich noch was anderes. Dann nehmen wir halt den Rest. Das sind jetzt die Vorspeisen. Die wollen sie alle zusammen haben. Die Hauptspeisen geben wir gleich nach. Tiropitake Adi, ja. Muschelpikante Soße. Gleich langsamer, ich bin kein D-Zugmann. Oh, jetzt wird's eng. Das ist das Problem. Adi, langsam. Mama, los, ich hab das gemacht. Brauchst du nicht mehr weg, damit, ja, los. Keine Sorge, Adi, langsam. Wie heißt das? Taramas. Wie? Taramas. Taramas. Aber das ist Taramas aus Okabas. Taramas, oder? Aus dem Glas. Oh, Taramas aus dem Glas. So, jetzt gib mal her das Zeug. Ja. Alles drauf. Alles, wir essen alles jetzt zusammen. So, einmal schmeiß einfach mal das ganze Gedöns. So, auf geht's. Eins, zwei. Das hat schon so eine. Das ist mal eine Chemiekeule, oder? Mhm. Meine Fresse. Man schmeckt das Rosane fast, oder? Drei Kugeln Erdbeereis mit, weiß ich nicht, mit einer Mandel oben drauf. Das war Taramas, das war ein Fischrogen. Ich habe keine Ahnung, es hat nach Haarspray geschmeckt. Das sind hier, weißt du, so Peperoni aus dem sauren Fond. Also noch nicht mal roh, frische. Mhm. Ja, aber Das ist auch wieder typisch beim Griechen, dass die Dinger drauflegen. Ein, zwei mag ich immer, aber, dann, ja, aber das Gericht da so kreieren. Ein Gericht drauf zu machen, das finde ich auch so, sagen wir mal, gewagt. Also dieser Peperoni-Spieß, der hat mich eigentlich am meisten geschockt. Muss ich sagen, braucht die Menschheit nicht. So, ich nehme jetzt hier jetzt mal so den Eintopf daher. Aber jetzt, wie ist der Geschmack? Es ist wirklich, also lecker, es ist ehrlich, da ist Käse mit dabei. Es war schön tomatig, es war zwiebelig, es hat nach Gewürzen geschmeckt und es hat nach Muscheln geschmeckt. Es schmeckt wirklich lecker. Eine schöne Schärfe. Hut ab. Eine Sorge Adelante. Hast du Calamari vergessen? Nein, du hast ein Souvlaki vergessen, Frau. Mein Gott. Ich hab dich doch gebeten, nachzuzählen, ob du alles hast. Du hast wieder Ja gesagt, Mom. Keine Sorge, Adi, langsam. Eine Souvlaki zu wenig. Hin und her auf jeden Fall. Die Struktur hat mir ziemlich gefehlt heute. Komm, das in die einfach in die Mitte. Aber schau mal hier, das nimmst du mal mit hier. Ja, genau. Das Erdbeereis, das kannst du gleich mal wieder woanders servieren. So, der Heleni-Teller? Ja. Klar, jetzt kommt's, ne, Jungs? Dankeschön. Und Akropolis-Teller? Ja, schön. Einfach ja. Okay. Also. Danke. Etwas trocken, aber gut gewürzt. Geschmacklich lecker. Gut. Zuerst war einfach der Gedanke staubtrocken. Es war aber geschmacklich sehr gut, muss man ganz klar sagen. Ah, ich habe schon gedacht, musste weinen. Ah, okay. Das ist ja jetzt. Ich habe jetzt tatsächlich die frittierten Cheese-Gummi-Dinger da erwartet, ja, und das kriege ich hier nicht. Also ich bin echt mal rein von dem, was ich hier sehe, angenehm überrascht. Im Großen und Ganzen habe ich weitaus Schlimmeres erwartet. Die haben wirklich frische Lebensmittel da gehabt. Ja, Leute, ich sag's euch, die Spannung wächst. Ich würde ja wirklich jetzt auch mal endlich mal gern meckern. Ja. Aber esst ein Stück Fleisch, Schwein, ja, auf dem Land,
Die kriegen Ärger, wenn sie es anders machen. So Flaki-Spieß, wirklich Kompliment. Definitiv ist es so, das Essen war gut. Ich finde es optisch nicht so ansprechend. Nein. Aber das ist auch nicht der Grund hier auf dem Dorf. Jetzt stehen wir da. Das Essen ist vernünftig. Nein, es sind trotzdem keine Gäste da. Was ist denn da los? Na komm, dann gehen wir noch mal in die Küche. Ja. Auf geht's. Ich hab gedacht, nein. Ich werde nicht nervös, jetzt wirklich, ich bin nervös. Ich habe schon bei mir, wenn die Kochprofis jetzt kommen und sagen, was wir falsch gemacht haben. Also ihr habt uns ja gerufen, oder? Das heißt, ihr seht irgendwo eine Problematik. Wie wart ihr denn zufrieden mit eurem Essen heute? Meine Meinung gut. Deine Meinung gut? Du bist der Meinung, es war gut? 50-50. Okay, das ist ja jetzt nur noch die Hälfte. Mhm. Wer hat denn eigentlich diese Muschelgeschichte da gemacht? Das habe ich gemacht. Der hast du gemacht. Wirklich super. Echt, oder? Ja. Oh. Na! Wer hat das gemacht und ich so? Ich. Und dann hast du super gemacht und dann ist ein Stein vom Herzen gefallen. Was hat er sich gefreut? Da bin ich echt auch teilweise stolz auf mich gewesen. Das Essen war so gut, ja, dass wir uns nicht erklären können, dass nicht zu früh freuen. Wir haben ein viel größeres Problem, das kannst du mir mal glauben. Also nochmal, wir wissen gerade nicht, warum euer Laden leer ist. Rosi, was ist mit dir los? Du schaust gerade total verzweifelt aus. Der Satz alleine, das Essen ist okay, wir wissen es nicht, woran es liegt. Das ist das, was mich jetzt beschäftigt. Bei uns geht es genauso. Ich meine, bei euch ist ein bisschen mehr in der Schlinge drin, ist schon klar, ne? Ich sehe, dass es nicht geht und dass es auch nicht so weitergehen kann. Nein, wir schauen euch mal so ein bisschen über die Schulter, schauen mal zu. Vielleicht finden wir noch... Du auch? Nein, ich schaue zu. Das ist vielleicht nicht weg, oder? Nein, das ist mein Gott, das wurde immer rauf und runter gelesen. Warum gehst du jetzt hier hin? Geh, mach Virus. Eigentlich hat die Helene so ein bisschen Unordnung da reingebracht. Da sieht man einfach, dass die Abläufe gar nicht passen. Ich habe ja sogar schon in Betracht gezogen. Entweder muss ich gehen oder sie. Das ist meine Marke oder was? Ich weiß nicht, wieso ich mache das alles mit der Adi. Ich würde es mal fast sagen, wir lassen euch jetzt mal in Ruhe die restlichen Essen schicken. Okay. Damit ihr Ruhe habt, also ihr glaubt, dass wir euch jetzt allein lassen. Mag nicht mal jemand von uns reingehen, solange da noch Leute sitzen? Zu den Gästen. Ja, mal fragen, wie denn die Stimmung ist, denn ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und also, wer macht das? Ole soll gleich mal gehen, ne? Hallo, darf ich mich nur kurz setzen? Ja, klar. Hallo, ich bin der Ole von den Kochprofis und wir suchen hier das Problem, warum hier niemand da ist. Ich denke, die Problematik liegt einfach so hier in Rohr selber. Weil die Rohrer Einwohner, glaube ich, eher weniger zum Essen gehen, beziehungsweise die junge Bevölkerung, denke ich, vielleicht eher dann so außerhalb. Ich bedanke mich bei euch, habt noch einen schönen Abend. Der Rohrer ist nicht so der weggeht. Der Junge, der geht lieber in die Stadt. Der Alte, der geht eigentlich gar nicht so weg. Okay, was halten wir dann fest für heute? Wir sind in einer ganz kleinen 3000-Seelen-Gemeinde. Wir haben gut gegessen, das ist das größte Problem. Kann man mal so, glaube ich, pauschal sagen. Und hier haben wir wieder so eine Kiste auseinander zu pflücken zwischen Mutter und Sohn. Und Schwester hängt drinne. Und warum hat die die Konzession etc. Und wir können dann irgendwie jetzt mal schauen, warum keine Gäste kommen. Na, Prost, Mahlzeit. Wir haben eigentlich viel mehr Probleme, als wenn das Essen schlecht gewesen wäre. 1000%. Die schaffen es. Uns helfen. Ich glaube nicht, dass das wirklich ein ganz leichtes Schiff ist, was wir hier in den Hafen des Erfolges zurückführen müssen. So, also wir haben ja gestern gesehen, wie es bei euch so abgelaufen ist. Waren wir jetzt nicht so begeistert vom Ablauf her, ja? Und aus dem Grund möchten wir dich einfach heute mal also beim Kochen sehen und zwar auch alleine. Deswegen ist unsere Idee, dass du auch einfach jetzt mal die Küche verlässt, ne? Ui, ich freue mich. Rosi, jetzt guckst du schon wieder so traurig.
Mit dir würde ich mich sowieso mal unterhalten. Wollen wir vielleicht mal rausgehen vor die Tür, ein paar Schritte machen? Ja. Ja? Dann reden wir mal ein bisschen. Nehmen wir die Mutter gleich mit. Nehmen wir Helene gleich mit. Komm. Ja. Okay. Tschüss. Ciao. Viel Erfolg euch. Bei welchem Gericht fängst du denn jetzt an zu schwitzen und sagst, oh, wenn da die Mama nicht da ist, dann kriege ich da eigentlich immer ein bisschen Panik? Bei mir ist halt Hackfleisch das Thema, ja. Und Fisch, würde ich auch sagen, da hapert es auch. Du, gestern, wir haben ja euer Essen wirklich gut gefunden und du hast einen traurigen Eindruck gemacht. Was war los? Warum? Das ehrt uns sehr, das macht uns auch stolz, aber im Endeffekt ist er immer noch die Lösung nicht da oder das Problem, wo wir anpacken können. Da müssen wir uns auf die Lösungssuche machen. Da sind wir jetzt auch noch mittendrin. Ist es so fertig? Ist so fertig. Der Gast bekommt jetzt hier den Teller. Mhm. Okay, also. Ich würde eigentlich am liebsten diesen Teller mal ganz schnell mit dem gleichen Material also anrichten. Nicht den hier. Es reicht, ja. Es sieht einfach schon besser aus. Ja, schau mal. Ja. Jetzt kommst du als Gast und das ist guten Abend, guten Appetit. Ja, Wahnsinn. Das, ja, das wird extra gestellt. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich das sehe. Ich war etwas geschockt, nachdem wir heute in der Küche waren. Irgendwie habe ich ein gutes Gefühl, aber trotzdem, wenn man ihm zuschaut, dann graust es einem eigentlich. Ja. Hm. Es ist einfach so, dass es einfach antrainiert ist von Mama und das fachlich nicht richtig. Ich glaube einfach, dass wir ein anderes Klientel noch ansprechen müssen. Das heißt, wir brauchen junge Leute. Ja, genau. Mit einem jungen, eine Küchenparty. Ich finde Küchenparty auch gut, weil wir dann eben einfach Transparenz zeigen. Ne? Warum machen wir nicht 1 Meter Griechenland als Vorspeise? Das ist geil. Ich sag dir auch genau, warum das geil ist. Warum? Ja, weil er im Bewerbungsvideo gesagt hat, sie möchten den Gästen einfach ein kleines Stück Griechenland geben. Also? Und du sagst, wir geben ihnen 1 Meter Griechenland. Wir werden die da morgen alle durchrauschen lassen. Die kriegen alle ein fettes Meterbrett in die Hand. Da werden die Gläser draufgesetzt. Ist ja unglaublich kommunikativ und nämlich lustig. Beim Griechen geht es doch immer ab. Ne? Da ist doch immer Stimmung. Wisst ihr, was wir jetzt machen, wenn wir reingehen? Wir lassen sie einfach noch im Regen stehen. Wir verraten heute einfach mal original nichts. Tatsächlich müssen wir einfach Gas geben in der Küche. Du musst einfach komplett neu justiert werden. Wir müssen da an dir rumschrauben. Und ich glaube sehr wohl, das glaubt der Andi und das glaubt der Ole, dass du das schaffen kannst. Denn wir haben ein Hammerkonzept für euch. Ja, deswegen verraten wir es auch erst morgen. Genau. So. Jungs, Leute, wir müssen los. Ja, wir haben noch einiges zu organisieren. Komm. Alles klar? Es wird sicher knallhart die nächsten Wochen und Monate. Das muss Ihnen einfach bewusst sein. Jetzt passen wir auf, dass wir hier alles herbauen. Da haben wir hier mal ein paar Schneidebretter mit was normal, ne? Großes, kleines. Was haben wir denn da alles? Was haben wir denn? Was ist da? Was ist denn da? Und jetzt sind wir auf die Idee gekommen, euren Gästen 1 Meter Griechenland zu geben. Cool, ja. Und das wird eine Vorspeisenvariation. Mm. In den Gläsern werden lauter Kleinigkeiten von euch sein. Was kommt in 1 Meter Griechenland rein? Zum Beispiel? Tzatziki. Tzatziki, ist klar, ne? Wir möchten heute Abend hier eine Küchenparty veranstalten. Ja? Die Gäste kommen hier rein. Schau, du bist der erste Gast. Hier Uso, rein in die Birne und dann das Brett in die Hand. Und jetzt mit diesem Brett gehen die ganzen Gäste hier durch, schnappen sich hier an verschiedenen Posten die ganzen Gläser, die wir aufgebaut haben. Dann wird über das Essen geredet, sie lernen euch kennen. Ich habe das Konzept echt gut empfunden. Hier verläuft der Knochen, okay? Das heißt, mit dem spitzigen Messer, so fährst du rein. Ja. Ja, jetzt bin ich direkt am Knochen gelandet, ja? Der Adi stellt ganz geschickt an. Man darf nicht vergessen, dass er den Beruf nicht gelernt hat. Er ist noch kein Koch, aber er hat sich Mühe gegeben und ist auch stündlich leicht gewachsen.
Also ich finde, für Hackmassen finde ich es in Ordnung, wenn man trockene Kräuter nimmt. Wir haben aber frische da, deswegen werden wir doch frische reinmachen. Majoran, Oregano ist ja nichts anderes als wilder Majoran. Okay, ne? Alles klar. Also diese Beefsteaki, das hat er wirklich gut gemacht. Also mir hat es wirklich heute sehr gut in der Küche gefallen. Was heißt tomatisieren? Weiß ich nicht. Ist auch nicht schlimm, aber du musst fragen. Okay, was heißt tomatisieren? Ja, das mit Tomatenmark. Tomatenmark anrösten und mit dazugeben. Mhm. Das ist wichtig. Ja? Okay. Ich will, dass du fragst, wenn du etwas nicht weißt. Alles klar. Okay? Mädels? Ja. Wir haben 17 Uhr, gell? Ja, ich weiß. Also jetzt ist mal echt die Kacke am Dampfen. Ja. In einer Stunde latschen die hier rein. Bist du fit? Freust du dich? Die Leute kommen wegen euch, ja? Ja. Das ist klar. Sehr gut. Und ich würde auf alle Fälle nochmal kommen. Ein Lob an die Küche. Nun sind wir vor 3 Tagen hierher gekommen, gespickt mit Informationen über den Laden. Der läuft nicht, dem geht's nicht gut, griechisches Restaurant. Wir dachten, uns erwartet hier ein Graus an Küche. So war es dann aber nicht. Wir haben hier einfach einen jungen Mann erlebt, der Gas gegeben hat in der Küche, sehr viel aufgenommen hat und das hat uns beeindruckt. Dafür herzlichen Dank und ich wünsche dir viel Erfolg für die Zukunft, die Jungs auch. Ihr seid natürlich gecheckt. Sehr mausig.